So, Freunde, kurzes, witziges, aber auch informatives Video Richtung die ganzen Kollegen Autoposer. Ich feiere das ja, wenn man sein Auto tunt, beziehungsweise hoch, also hier Autos mit sehr viel PS fährt und so, alles kein Thema und so. Ich will jetzt hier auch nicht unnötig Dings, ne? Aber mir ist aufgefallen die letzten Jahre, dass auf der Königsallee in Düsseldorf ziemlich viele Autos mit Turboladern liegen bleiben. Siehst auf einmal eine riesen Rauchwolke, Hydrauliköl und was weiß ich, alles Straße voll Dampf und Motorhaube auf und so. Ist mir sehr oft aufgefallen und zwar speziell so Ende Frühling, Anfang Sommer. Und jetzt, ich bin jetzt kein Autoexperte, aber ich versuche mal so ein bisschen hier meine Theorie aufzustellen und euch zu warnen, falls ihr ein Auto mit Turbos, mit Turboladern fahrt, ne, dass ihr diesen Fehler nicht begeht. Und zwar, Königsallee in Düsseldorf, Flaniermeile, ne? Viele teure Geschäfte, Prada, Gucci, Bulgari, was weiß ich, was gibt's denn da noch? Ne, diese ganzen teuren Uhrmarken, Klamottenmarken und hast du nicht gesehen, Dior und, ne, ihr wisst schon. So, das heißt, ihr seht da sehr viele, gut betuchte Damen von mir aus, müssen es aber nicht sein, ne, so gut aussehende Damen, die dann da hoch und runter laufen, weil, nicht alle, aber einige dieser Damen sind ja auch auf der Jagd nach gut betuchten Männern, ne, und jetzt kommt das Ganze ins Spiel. Jetzt fahren die Leute teilweise außerhalb von Düsseldorf, von mir aus auch aus Düsseldorf, über die Autobahn mit Vollgas, ne, weil viel PS und so, ne, Turbolader, über die Autobahn Richtung Düsseldorf, fahren dann runter, da gibt's so einige Brücken, die dann Richtung Düsseldorf-Altstadt, da wo die Königsallee ist und so weiter, dann fahren sie da runter. Jetzt musst du dir vorstellen, da haben sie vielleicht eine halbe Stunde, Stunde Gas gegeben, ne? Außerhalb von Düsseldorf, so die ganzen Städte sind, zum Beispiel gestern, Vatertag, voll, wirklich, du hast keinen Parkplatz mehr gefunden, ne? So, dann kommen die da auf der Königsallee an. Jetzt müsst ihr euch mal diese Königsallee so vorstellen, dass alle 100 Meter ungefähr eine rote Ampel ist. Ja, und mehrere rote Ampeln allein schon auf der Königsallee und dann die ganzen Straßen links, rechts auch sehr eng zugeparkt, dann immer wieder Ampeln und so weiter und so fort. Und jetzt wollen diese jungen Männer ihre 400, 500, 300, 600, 800 PS Autos, ne, so präsentieren, ne? Und speziell diese Autos mit Turboladern, die brauchen ja eine gewisse Kühlung. Und diese Kühlung ist eigentlich, wenn auf Vollbelastung, ne, ist eigentlich nur auf der Autobahn oder Schnellstraße gewährleistet. Durch den Fahrtwind, ne, so. Jetzt kommen sie da Vollgas runter und der Turbolader ist schon, ne, diese Turbolader haben ja wirklich wahnsinnige Drehmomente, also die drehen sich, was weiß ich, also diese Zahlen kann man sich gar nicht vorstellen. Dann kommen sie da runter, die Kühlung ist bis dahin noch gewährleistet, dann kommen sie auf die Königsallee, dann sehen die eine hübsche Dame da am rumlaufen oder mehrere und wollen posen, ne, deswegen auch Autoposer. Nicht, dass ich selber nicht vor einigen Jahren vielleicht eventuell, ne, so, ne, aber so, okay. Tun wir mich mal beiseite. So, und dann Anfang der Königsallee, ne, so bis Ende der Königsallee sind schon 3-4 Ampeln. Alle 100 Meter, wie gesagt, oder 50 Meter oder so kommt eine Ampel. Jetzt geben die da Vollgas mit diesen Turboladern, die sowieso schon überhitzt sind oder schon sehr heiß sind. Geben Vollgas, weil die Dame läuft gerade da, ne, so, und dann erstens, die Dame sieht dich sowieso nicht richtig, weil wenn du mit Vollgas an der vorbeibretterst, die sieht dein Gesicht sowieso nicht. Schon mal Fehler Nummer 1, bringt nichts. Dann bringst du den Turbolader dazu, ne, sich aufzuheizen, ne, weil der will ja dem Wagen noch mehr Power geben, weil du willst ja die ganze Zeit diese Kickdowns machen. Der Turbolader, der sowieso schon heiß gelaufen ist, läuft richtig heiß, braucht Kühlung, kriegt die aber nicht. Warum? Weil nach einmal Kickdown musst du direkt wieder bremsen, weil die nächste Ampel ist schon wieder auf Rot. Und dann geht das mehrmals auf einer Seite der Königsallee schon, musst du schon 3, 4 oder es sind irgendwelche Autos, die aus den Parkplätzen rauskommen, musst du zwischen der einen Ampel und der anderen, die sowieso schon rot ist, nochmal bremsen. Das heißt, du hast nur einen kurzen Fahrtweg von, was weiß ich, 30, 50 Metern, Vollgas, Turbolader muss arbeiten, beide, ne, und dann kommt ein Auto aus dem Parkplatz raus, musst du abbremsen, 30 Meter weiter, rote Ampel und so, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Dieser Turbolader wird richtig misshandelt. Ja, und der Motor erhitzt sich so und dann im Sommer die Sonne scheint und Stop and Go und Stau und da ist viel los, Vatertag und so. Ey, und dann hast du regelmäßig an der roten Ampel auf der Königsallee, also hast du da irgendwelche
weiß ich nicht, Mercedes, BMW und keine Ahnung was für Automarken, Audis oder was auch immer, die dann einfach komplett zusammenbrechen. Dann siehst du auf einmal den Typen, der gerade noch Vollgas gefahren ist, Motorhaube auf, Rauch steigt auf, der ganze Boden voll mit Hydrauliköl oder was auch immer da aus dem Turbolader rausfährt, fällt und fließt und so. Deswegen, also erstens bringt das eh nichts, weil du, wenn du mit Vollgas an der Dame vorbeifährst, die sieht dein Gesicht eh nicht, bringt nichts. Zweitens, nicht alle, aber viele Damen finden das auch so ein bisschen komisch, ne, so, ne, und auch die Passanten allgemein. Aber lass mal, ne, so ist ja egal, was andere Leute denken. Denk an dein Auto, denk an und diese Turbolader und das Reparieren und so ist schon sehr kostenintensiv, ne? Das geht ja ganz schnell in ein paar tausend Euro rein. Je nach Auto und Fabrikat und Turbolader kann das extrem teuer werden. Das heißt, alles in allem, wenn man das betrachtet, ne, so ist das eine so sinnlose Aktion. Ich meine, vor 20, 25 Jahren, wenn ich jemanden so reden hören hätte, wie ich jetzt gerade rede, hätte ich gesagt, ey, laber nicht und so. Aber glaub mir, es wird teuer und das passiert so oft. Ihr müsst doch mal drauf achten. Wenn ihr mal im Sommer oder spät Frühling, wo es schon heiß wird und Anfang Sommer oder Mitte Sommer über die und das ist ja auch diese, so wie die Königsallee aufgebaut ist, ne, diese ganzen roten Ampeln, da sind alle paar Meter eine rote Ampel, egal ob du rechts, links oder geradeaus fährst, immer rote Ampel, immer Fußgänger, die vom Einkaufsladen in, was weiß ich, zum Auto laufen, musst du eh schon wieder bremsen, dann kommt ein Auto rückwärts rausgefahren, muss auch schon wieder bremsen. Der Turbolader hat keine Chance, sich dort mit Kühlluft irgendwie abzukühlen und das ist fatal. Und also ich erlebe das schon seit Jahren, ne? Und dann habe ich mir mal so, ich dachte, komm, kurz mal nachdenken, wie kommt das? Weil auf normalen Straßen erlebst du das nicht oder sehr selten, ne? Weil auf normalen Straßen machen normalerweise die Leute jetzt nicht so diese Kickdowns und dann schnell fahren, bremsen, quietschende Reifen und so. Das machst du ja auf normalen Straßen oder 30er-Zone. Auf normalen Straßen machst du das eher selten oder gar nicht, ne? Aber auf der Königsallee, da wo gepostet wird, da wo die Leute angeben wollen und so, passiert das sehr oft. Und das ist halt immer wieder witzig, ne? In diesem Sinne, Freunde, ne, so, schont eure und jetzt mal als letztes, guckt schon vorab, wenn ihr Autos kauft, kauft keine Autos mit Turboladern. Ich habe, egal wen ich mit Turboladern gesehen habe, der hat es auf jeden Fall am Ende bereut. Du musst dir so vorstellen, Beispiel BMW, ne? So viele BMW haben bis, sagen wir mal, 300-350 PS mit normaler Motorleistung, ne? Also so, ich fahre einen 7er, der hat 333 PS und der hat gar keine Turbolader, ne? So, das heißt, ab einer bestimmten Leistung, was weiß ich, 350, 400 PS, haben viele Autos auf einmal Turbolader, weil die Kapazität des normalen Motors gar nicht bis 400, 500 PS reicht oder die Designer gar keinen Bock haben, da irgendwie rumzubasteln. Was machen die? Gehen her und basteln so zwei Turbolader da rein, entweder extern, das heißt, der Autobesitzer hat irgendwie da zwei Turbolader einbauen lassen oder vom Werk aus werden zwei Turbolader als Beispiel eingebaut. Ist ja egal, ob Mercedes, BMW, Audi oder sonst irgendeine Marke. Und das ist eine künstliche Erhöhung, so nenne ich das. Das ist so ungefähr, wie wenn ein Kraftsportler künstliche Mittel zu sich nimmt, um künstlich stärker zu werden. Die haben auch sehr oft Sehnen- und Bänderrisse, Muskelrisse, weil der Körper gar nicht dafür gemacht ist. Und genauso ist das halt auch mit den Autos. Und ja, wenn ihr Pech habt, gehen euch die Turbolader hoch und ihr habt immense Kosten und das ist sehr ärgerlich. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert auch eventuell und wir sehen uns morgen wieder. Auf der Königsallee nicht Vollgas geben, bringt nichts und Turbolader-Autos möglichst vermeiden. In diesem Sinne, bis dann, ciao.